Willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es ein unglaublich leckeres Rohkostrezept und ja, viele tun sich ja mit der Rohkosternährung noch schwer und ich weiß, dass da leckere, einfache Rezepte sehr dabei helfen können, dass wir unsere Ernährung ein wenig umstellen auf eine vielleicht pflanzlichere, rohköstlichere Kost und ich kann euch sagen, es hat wahnsinnig viele Vorteile. Eben habe ich noch ein Video auf YouTube gesehen, wieder mit Dr. David Sinclair, der erzählt hat, dass natürlich die pflanzenbasierte Ernährung uns dabei hilft, länger zu leben eventuell. Denn in vielen Blauzonen auf der Welt, also da, wo die Menschen 100 und älter werden, wird mehrheitlich eher Pflanzenkost zu sich genommen und nur sehr relativ wenig tierische Nahrung. Und ja, das ist natürlich ein schöner Beweis dafür, dass die pflanzliche Kost auf jeden Fall der richtige Weg sein kann für viele Menschen. Ja, oder ich esse sehr gerne süß und die Rohkost oder insbesondere süße Früchte und Trockenfrüchte haben mir dabei geholfen, vom Industriezucker wegzukommen, von raffinierten Kohlenhydrate. Ja, und viele erzählen mir dann auch immer, der Zucker in Früchten, der ist genauso böse wie der raffinierte Zucker, aber so ist es nicht ganz, weil der geht natürlich langsamer ins Blut, denn ihr habt ja da noch Wasser drin, Faserstoffe, Antioxidantien, also deswegen ist das natürlich nicht ganz so, wie wenn ihr jetzt raffinierten Zucker zu euch nehmen würdet oder ja, ich sag mal, raffinierte Kohlenhydrate. Ja, und später im Anschluss des Videos verrate ich euch noch, wie du an deinem Körper merkst, dass du auf dem richtigen Weg bist mit deiner Lebensweise bzw. deiner Ernährungsweise. Da möchte ich noch so ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben. Vielleicht hast du dann ja noch mehr Lust, deine Ernährung ein bisschen umzustellen. Ich persönlich bereite dieses Rezept mit einem Dörrautomaten bzw. Dörrgerät vor. Ihr könnt eventuell auch einen Backofen nehmen. Also wichtig ist klar, wenn das Rohkostqualität bleiben soll, dass es dann nicht über 43 Grad ist. Ich weiß nicht, ob es mit dem Backofen geht, aber mit dem Dörrautomaten ist es halt wesentlich einfacher. Ein Dörrautomat, der entzieht quasi der Nahrung das Wasser. Es ist wie sonnengetrocknet. Es kann Rohkostqualität dann bleiben. Und ihr könntet somit Nahrung haltbar machen und ja, auch erwärmen. Also es ist richtig schön, so ein Dörrautomat zu haben. Ich hatte ja früher ein Dörrgerät von Excalibur, so ein richtig schwarzer Plastikkasten, der auch ziemlich laut war. Ich habe den oft über Nacht laufen lassen, aber in einer Einzimmerwohnung sage ich euch, nicht so geil. Ja. Jetzt habe ich hier einen, der ist relativ leise, der ist richtig aus, also wirklich aus 100% echten Edelstahl und die sind auch nicht so teuer, Dörrautomaten. Also viele denken immer, dass es weiß Gott wie viele, was weiß ich, wie viel Euro ist, aber ein Dörrautomat kann recht günstig sein. Der hatte auch einen ziemlich guten Preis und ja, hat auch eine digitale Anzeige, also ziemlich modern. Könnt ihr gerne unten schauen, falls euch auch für so einen interessiert. Kann ich euch auch eine kleine Ermäßigung anbieten. Ja, also jetzt ist ja wieder die Dörrzeit, Winterzeit, Herbstzeit. Das Schöne ist, man kann dann halt diese haltbar gemachte Nahrung, die man halt im Dörrgerät zubereitet hat, auch perfekt, finde ich, mitnehmen. Ich habe immer oft Gedörrtes dabei, wenn ich im Flugzeug unterwegs bin. Und ja, und das sind die Zutaten. Also wir haben jetzt hier 3 Äpfel, 8 Bananen, 8 Datteln und Zimt. Könnt ihr glauben, dass ich meinen richtigen Backofen noch nie wirklich benutzt habe? Ich habe bisher immer nur das Dörrgerät als meinen Backofen verwendet. Und ja, was ihr jetzt macht, sind die Bananen einfach in die Hälfte schneiden, so wie hier zu sehen. Dann auf den Einschub von dem Dörrgerät legen. Ich mache da noch so ein Silikonsheet drunter. Das Dörrgerät hat einige Einschübe, also kann man wirklich viel dörren gleichzeitig, was echt super ist. Also es ist auch kein Riesendörrgerät, es nimmt nicht so viel Platz weg. Jetzt mache ich noch die zweite Ladung rein. Ja, und dann kann es gleich losgehen. Erstmal auf 40 Grad und ja, dann wird es jetzt ein bisschen dauern. Ich sag euch dann, wie lange es wirklich gedauert hat. Es ist nämlich wirklich unterschiedlich, je nachdem, wo ihr lebt. Wenn ihr eher in einem, ich sag mal, trockenen Gefilde lebt, wo wenig Luftfeuchtigkeit ist, da kann es natürlich sein, dass es schneller geht. Und wenn du natürlich irgendwo lebst, wo es eher ein bisschen, ja, so feucht ist, dann kann es etwas, ja, länger dauern. Aber hier in Deutschland kann man davon ausgehen, dass es ein bisschen länger dauert.
Jetzt werden die Äpfel geschält. Ohne Strunk, ohne Kerne. Ich habe jetzt die Äpfel, den Zimt und die Datteln in den Behälter rein von meinem Hochleistungsmixer. Okay, ich kann es nicht lassen. Oh Gott, es schmeckt so geil. Mm. So, jetzt könnt ihr mal kurz schauen, wie die Bananen aussehen. Hm. Ihr dürft nie vergessen, dass die Rohkosternährung die natürlichste Ernährungsform ist auf dieser Erde. Und ja, vielleicht gibt euch das ja nochmal so ein bisschen Inspiration, damit ein bisschen mehr anzufangen. Nachdem ihr die Bananen nach circa 6 Stunden rausgeholt habt aus dem Dörrgerät, nehmt ihr einfach das Mousse, das wirklich, wirklich schon alleine für sich ein riesen Knaller ist. Und dann schmiert ihr es auf die Bananenhälften. Und was ihr dann macht, ist die Bananenhälften quasi zu Schnecken rollen. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr das nochmal in den Stirrgerät tun für ungefähr 3 Stunden. Da wird alles fest. Oder ihr könnt auch einfach das so genießen. Das ist auch gut. Schmeckt so oder so mega lecker. Also wie ihr wollt. Denn es ist auch so, dass wenn wir zu viel Fett essen, dass das auch eher den Blutzuckerspiegel ungünstig beeinflusst und noch mehr dazu führt, dass Insulin ausgeschüttet wird. Deswegen, also der Zucker an sich ist nicht mal das allergrößte Problem, sondern oft ist es ja auch so, wenn wir halt zu viel Zucker mit Fett kombinieren. Kann man natürlich mal machen. In der Rohkost-Szene wird das ja auch wahnsinnig viel gemacht, in der Rohkost-Küche. Und das ist dann auch okay, weil besser eine Rohkost-Fett-Kombi, wie zum Beispiel Cashew mit Datteln, anstatt irgendwie Weizen mit Ei und Zucker und Sahne. Und ihr wisst, was ich meine. Deswegen. Übrigens habt ihr auch einen kompletten Workshop in meinem Videokurs, wie ihr Rohkostbrot backt in einem Dörrgerät, wollte ich mal kurz erwähnen, genau. Und ja, dann möchte ich euch noch ganz kurz einen Tipp geben, wie ihr das Gefühl bekommt, vielleicht, dass ihr auf dem richtigen Weg seid mit eurer Ernährungsweise. Und zwar, als ich damals bemerkt habe, dass es mir körperlich einfach sehr, sehr viel besser geht. Und klar, es ist immer gut, auch mal einen Bluttest zu machen beim Arzt. Empfehle ich auch innerhalb meines Online-Kurses. Man kann ja mal abchecken, ob soweit alles okay ist. Ja, einfach nur mal fürs Gefühl. Und dennoch muss ich sagen, wir halten uns manchmal so sehr daran fest, was die Medizin uns sagt, was irgendwelche Diagnosen oder beziehungsweise Tests uns sagen, irgendwelche Zahlen uns sagen. Klar, ist natürlich wichtig, wenn irgendwas Ernstes ist, dass wir da reagieren, keine Frage, aber ich finde, es ist auch wieder wichtig, dass wir selber so ein bisschen unserem Körper in uns reinhören, unserem Körper vertrauen. Ich werde euch jetzt mal so ein paar Sachen verraten, die ich an mir festgestellt habe, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich glaube, es geht gesundheitlich bergauf und ich bin auf dem richtigen Weg mit meiner Ernährungsweise. Und zwar, das erste war, dass mein Energielevel natürlich sich verbessert hat. Also ich habe tagsüber nicht mehr dieses Mittagstief. Auch wenn ich mal wenig schlafe, bin ich trotzdem voller Energie am nächsten Tag und stehe mit Energie auf. Daran merke ich schon, okay, es läuft was richtig. Klar, gibt auch mal schlechte Tage, will ich nicht abstreiten. Dann merkt ihr es auch einfach daran, dass eure Haare und eure Nägel auf einmal besser wachsen. Und euer Körper sagt euch schon eigentlich, wenn es ihm gut geht, ne? Dann natürlich auch, man braucht nicht mehr so wahnsinnig viel Schlaf. Also klar, man braucht noch einen gewissen Schlaf, also 7-8 Stunden ist ja auch super. Aber manche Leute schlafen dann auch irgendwie 10 Stunden und sind immer noch müde. Also da merkt man auch, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft mit der Lebensweise vielleicht. Dann auch vor allen Dingen motiviert sein, euphorisch sein, Lust auf Dinge haben. Ich merke, das ist jetzt auch, wo ich merke, also dass es mit meiner Gesundheit wirklich bergauf geht. Das merke ich schon arg, ja, dass man halt viel motivierter ist auch im Leben. Und
klar, hat natürlich auch viel mit der Energie zu tun, die man dann zur Verfügung hat. Klar, was auch wichtig ist, regelmäßig auf Toilette gehen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach, wenn ihr regelmäßig auf Toilette geht, da wisst ihr, okay, euer Darm funktioniert schon mal gut und da ist viel Bewegung, da ist irgendwie eine Zirkulation, da passiert was und das finde ich auch wichtig, genau. Und der liebe Andy von Anderson Effect, mit dem ich auch zusammen die Rezepte im Kurs mache. Also es ist wirklich ein Kurs mit sehr viel Liebe gemacht, wo ihr lernt, eure Ernährung auf eine pflanzlichere Kost umzustellen. Es geht hier nicht um extrem werden, dass man jetzt nur noch Rohkost essen darf. Ganz im Gegenteil, ich zeige euch da auch viele Alternativen, gesunde Kochkost und es kommen auch noch weitere Videos dazu. Ihr habt vor allen Dingen auch sehr viel Videomaterial in dem Kurs, also Rezepte, Bildung, ja alles Mögliche, Inspiration. Motivation, Mindset finde ich auch sehr, sehr wichtig, wenn wir die Ernährung umstellen wollen. Und ja, die pflanzliche Kost, ich sehe das ja immer wieder bei Menschen, die sich sehr rohköstlich ernähren oder viel überwiegend von Rohkost oder viel Rohkost, dass sie auch immer nahezu ihr Idealgewicht alle haben und das ist immer sehr, sehr schön, ja. Und ja, jeder ist natürlich an dem Punkt, wo er gerade ist und deswegen ist mein Kurs dafür da, also um dich quasi da abzuholen, wo du auch gerade bist und natürlich von der Pike auf zu lernen, wie, warum die Rohkosternährung oder eine überwiegende Rohkosternährung, pflanzliche Ernährung, so gut ist für uns und definitiv strukturierter als mein YouTube-Channel, kann ich euch versprechen. Und genau, ich lebe von diesem Channel, das ist meine Arbeit und ja, da könnt ihr gerne mal, könnt ihr natürlich mich unterstützen, wenn ihr unten auf die Links geht. Und natürlich auch meine Arbeit unterstützen. Ich freue mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Das Video war sehr aufwendig, freue ich mich mega drüber. Klar, ihr könnt auch einen Daumen runter geben, je nachdem, ne? Ob es euch nicht gefallen hat. Und ja, wenn ihr diesen Channel abonniert, dann bekommt ihr viele Videos zum Thema natürliche Schönheit und Gesundheit. Ja, und wie wir die beste Ausgabe von uns selbst werden, mit natürlichen Mitteln und ohne wahnsinnig viel Geld für irgendwelche Schönheitspraktiken oder Schönheitsmethoden auszugeben. Dann bis bald, eure Julia Rawson.